Hallo Leute, Fallema Weekend. Ich mache jetzt gerade noch ein Kochvideo für den Yummy Juli. Ihr wisst ja, ab Freitag bis Sonntag, also Freitag, Samstag, Sonntag, gibt es immer ein neues Kochvideo auf meinem Kochkanal Yummy Pilgrim. Unbedingt abonnieren, falls ihr Rezepte sucht und so weiter, Inspirationen braucht. Die sind immer themenbezogen, also ich mache mal eine Woche ein Thema und letzte Woche dann, also so wird es dann sein, letzte Woche ist dann Barbecue das Thema. Leckere Sachen, außer mal Fleisch drauf zu hauen, weil das, ne? Kennen wir ja schon. Ich dachte mir, was anderes halt mal. So ist es immer, wenn wir Kochvideos machen, da sterben wir schon vor Hunger. Und deswegen sind meine Rezepte auch immer recht schnell zu machen, würde ich sagen. Weil es muss schnell gehen. Ich habe Hunger, ich kann nicht so lange warten. So, alles fertig. Allerdings sind jetzt auch schon Stunden vergangen, also schon längst fertig, sage ich mal so. Ich habe sogar auch schon geschnitten, die Sachen, das Video. Und ich wollte euch mal fragen, oh Gott, mein Ding klingt schon ein bisschen schief, ne? Ich habe heute mal so... Mein Freund hat gleich mal gesungen, piep, piep, kleiner Satellit und eine Schlafhose. Da wollte ich euch mal fragen, ob ihr ein Videothema, also auf etwas Bestimmtes Lust habt. Die nächste Woche ist schon klar und die Woche darauf ist auch klar, aber ihr könnt mir gerne eure Vorschläge noch nennen, weil dann würde ich die letzte Woche, das ist so laut, der Fernseher läuft halt immer, sorry. Ich bin so ein Fernsehkind. Bei wem ist das auch so? Hebe die Hand, der auch nach Hause kommt und sofort den Fernseher anwirft. Ich mach das so. Auf jeden Fall könnt ihr mir sehr gerne eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich freue mich sehr darüber. Dann würde ich gerne ein Thema machen, was ihr gerne sehen wollt. Das wäre nämlich super. Bock auf ein DIY? Ich habe neulich sowas gesehen und zwar braucht man dafür eine Schale, also dickes Papier, einen Rasierschaum, Lebensmittelfarben. Die sind echt die besten. Also ich kann die nur empfehlen, wenn ihr irgendwas färbt beim Backen, sind die besten, solche Gelfarben. Dann braucht man Schaschlikspieße, um das zu verwischen und ein Lineal. Jetzt mit dem Schaum einfach rein. Und dann verstreicht man das so ein bisschen glatt. Oh, hoffentlich wird das was. Das sah so cool aus, als ich das gesehen habe. Das sieht voll lecker aus. So könnte man auch faken, ne? Oh, was ein leckerer Kuchen. So, guck mal. Dann so reinbeißen. Ih, Rasierschaum. Das wäre ein guter Prank. Da muss man echt voll wenig nehmen. Diese Gelfarben sind so überpigmentiert. Kein Spaß mehr. Jetzt nimmt man das Papier und legt es dann da drauf. Klingt total crazy, ich weiß. Aber das, so ist es dann. Und dann presst man es da drauf. Und jetzt sieht es so aus, man denkt, what the f... Ich übe das noch ein bisschen. Es ist nicht schlecht, aber es könnte noch schöner sein, finde ich. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Aber das ist bei rausgekommen. Ich meine, fürs erste Mal ist okay. Also das ist das Muster. Das sieht schon, das hier sieht schon sehr hübsch aus. Ich glaube, wenn man das dann hier so abschneidet, ne, und dann einrahmt, das ist ja das Ding, alles, was eingerahmt aussieht, sieht nochmal geiler aus. Und dann habe ich eins nur mit Schwarz gemacht. Das hat dann so eine schöne Marmorierung, wie ihr seht. Das ist Washi-Tape. Und ich dachte mir, wenn ich das jetzt abziehe, dann bleibt das nämlich da frei. Bleibt das weiß und das sieht dann auch irgendwie cool aus. Man könnte auch was schreiben oder so. Yes, guck mal, hat gut funktioniert. Hallo Leute, heute ja mit pinken Haaren. Ich habe mal ein bisschen angesprüht. Das hatte ich noch oft in den Philippinen gekauft, so ein Spray. Na, jedenfalls gehen wir jetzt in Kontrast und schauen mal nach einer Couch. So schöne Sachen hier. Ich fühle mich sehr inspiriert, muss ich sagen. Sehr schöne Sachen. Oh, da gibt es doch so solche. Wobei der sieht geil aus, den wir gesehen haben. Ne? So. Couch müssen wir uns eh nicht machen. Ja. Das finde ich auch süß, sowas. Transparent. Ah, oh, dieses Kissen. Das ist wieder eine Handtasche. Aber hoffentlich kein echtes Fell. Das muss man erstmal abchecken. Schafspelz, nee. Also die ist schon mal sehr bequem. Das wäre nicht schlecht. Wobei ich die ganze Zeit an was anderes gedacht habe. Ich habe eher gedacht an Grau und so. Aber das ist wieder schön, dieses Sand. Wie so heller Sand, ne? Und dann diese Aquatöne, ich liebe, das sieht man jetzt gar nicht, was hier sieht man so, nee. Schlecht, schlecht, wegen diesem gelben Licht vor mir. Okay, ich habe gerade einen Weißabgleich gemacht, das ist die Couch auf jeden Fall. Sandfarben und ja, und hier ist das Aqua. Sieht sehr schön aus. Und mir gefällt auch sehr dieser Tisch. Da ist schon mein ganzer Scheiß drauf. Lecker Salat, wir haben noch nichts gegessen, wir sterben gerade wieder. Mein Freund hat sich Steak bestellt und dann gibt es hier noch Carpaccio. Die Orangen sind gerade so saftig, voll gut.
So sieht es hier übrigens aus und das Leben ist schwül. Also das Essen war gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Es hat seinen Zweck erfüllt, wir sind satt, weil wir hatten auch großen Hunger. Wir haben nichts zu Mittag gegessen und es ist jetzt auch schon recht spät. Aber es war nicht so gut. Ich war schon mal da vor ein paar Jahren mit Jenny. Ich hatte auch mal ein Video darüber gemacht. Da war das anders. Also ich habe es zumindest anders in Erinnerung. Da war das ganz lecker eigentlich. Aber jetzt so sehr enttäuschend sowas. Sehr, ich hasse sowas. Das ist so eine Sache, die mich vielleicht sogar am meisten ärgert. Wenn man schlecht gegessen hat und dann noch dafür bezahlen muss. Ne? Metro. Wir schauen nach ein paar Sachen für Mosche. Was suchst du? Hast du jetzt doch den Toaster? Wieder Toasterproblem. Wir mussten unseren alten zurückgeben. Der ist kaputt gegangen. Henkel abgebrochen. Können wir nicht empfehlen. Diese eine von, wie hieß das nochmal? Hobbs. Russell. Ich glaube, Russell Hobbs. Nicht gut. Aber Mediamarkt war so kulant. Hat uns sogar das Geld gut geschafft. Wir waren zu spät und die ganzen Sachen waren weg. Wir wollten nach Fisch holen. Der auch im Angebot war, war ja klar, es war schon zu spät. Naja. Wir haben was anderes immer gefunden in dem, ich weiß nicht, wie das heißt, auf der Hanna-Landstraße gegenüber von Hornbach, dieses Möbelgeschäft. Da gab es ganz gute Deko. Super günstig hier. Was glaubt ihr, was das kostet? Das ist so ein Rosenquarz. Oder Rosen, so, ja, nicht Rosenquarz wirklich. Aber wisst ihr, ich meine, so ein Kristalloptik. Obwohl es ist auch so ein Salzkristall, glaube ich. Naja, jedenfalls kann man da ein Teelicht reinstellen. Und was glaubt ihr, was es kostet? 2,50 kostet es. Krass, oder? Hier. Ah, da heißt es, da steht auch der Name, Möbelum heißt das. Genau, das Geschäft. 2,50, voll günstig. Und dann habe ich noch so eine Laterne gefunden. Die sieht sehr geil aus und die passt super in die Ecke. Die hat, da steht jetzt nicht drauf, die hat nur 5 Euro gekostet. Und dann habe ich, sorry, das ist so laut, das ist im Hintergrund, weil mein Freund guckt Formel 1. Die Wiederholung. Und dann habe ich das noch gefunden, das ist so ein Teppich, für die Ecke nochmal. 3,90 für die Terrasse. Super günstig, oder? Voll die Schnäppchen. Die Matte, die ich ja für die Ecke auf der Terrasse benutzt für den Tisch. Und da haben wir es nur reingeholt, weil es geregnet hat. Und dann hat Peaches die beschlagnahmt. Und jetzt haben wir eben so auch neulich so neue Sachen geholt. Das Ding war nämlich, also wir haben eben diesen Kratzbaum geholt, ne? Und so einen neuen Schlafplatz, nur so für hier, so einen kleinen Kratzbaum dann fürs Wohnzimmer. Er hat ja 2 Schlafplätze. Den einen hat er schon immer ignoriert, auch in der alten Wohnung. Den anderen hat er über alles geliebt, aber er ignoriert ihn, seit wir hier drin sind. Also er hat noch nie in seinen Schlafplätzen geschlafen. Und dann dachten wir, okay, probieren wir es einfach mit einem neuen. Und dann haben wir den geholt, ist auch so ein sommerlicher, so ein bisschen leichter vom Stoff. Und der ist sofort rein und schläft da und dann macht er seinen Mittagsschlaf. Voll cool. Und das ist jetzt so seine Ecke, er weiß, es ist so sein Platz, weil er diesen Teppich auch sehr mag. Genau, dann hat er sofort beschlagnahmt und dann dachte ich mir, okay, ist deiner. Gell, Peachmaus, hast du einfach geschnappt, was du willst. Guten Morgen, das ist mein Frühstück in der Zeit immer. Ich mache das, das ist für mich ganz neu, weil Müsli habe ich nie gegessen, sondern immer nur Porridge. Und das ist halt kalt, das ist sehr erfrischend. Ich liebe das einfach mit Mandelmilch. So, jetzt wird mal wirklich gegrillt mit den Eltern. Letzte Woche war ja nichts, ist alles ins Wasser gefallen. Das gibt's so ein bisschen Tex-Mex. Tex-Mex? Ja, Salsa und so. Wo hast du die Brötchen her? Selbst gemacht? Nee. Was für ein Farbspiel, oder? Ich liebe das. Essen kann so schön sein. Essen ist schön. Immer schön. Vor allem, wenn man es mit vielen Leuten essen kann. So, jetzt das Finale. Gucken. Leider ohne uns. Oh, aber da ist eine deutsche Flagge gewesen. Haha. Ja, die haben wahrscheinlich schon die Tickets gekauft, ne? Oh, wir haben ein Feuerchen gemacht. Ein Marshmallow-Stick. Das gibt schon noch Okizuki, oder? Du isst ja schon. So schnell ging das. Mhm. Dann schmeckt es am geilsten, wenn es so eine Kruste bildet. Ja. Marshmallows. So geil. So, jetzt mal das Ding rein, oder? Mach du das. Du? Einer halt so mit der Packung muss es rein, so stand das. Nicht aufmachen, mit der Packung rein. Ja, mit der Packung rein, stand da. Oh Gott, Sicherheitsabstand jetzt, oder? Toll. Und der Zange.
Ja, genau. Oh, mach's drüber, mach's drüber. Gib's am Mund. Oh. Oh mein Gott, das ist wirklich bunt. Blau, Flamme. Blau, ja. Geil. Das ist türkis und blau. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Das sieht schon geil aus. Ich sag jetzt auch schon Tschüss. Oh Gott, mein Hals. Schon wieder. Es ist wieder so. Naja, ich wollte euch das nämlich nur noch zeigen, weil wir das erste Mal jetzt gemacht haben mit dem Feuer. Und ich war so aufgeregt, wie das aussehen würde. Und es sieht geil aus, wirklich geil. Ja, dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Ich mag ja matt. Sehr hübsch. Ich swatche euch jetzt mal.